Wie viele Videos hast du da jetzt schon gedreht von? 400 oder so. 400 Pornos, wow. Ja, so viele Interviews habe ich hier nicht mehr gemacht, aber wow, okay. Wir machen halt so Titel wie, ich habe meine Tage, dann nehme ich doch anal. Logisch, ja, warum liegt hier Stroh? Habt ihr dann auch sauber gemacht? Das ist ja alles da getan. Ne? Wie sieht das denn aus in der Zukunft? Wie lange kann man denn überhaupt sowas machen? Oder wie lange willst du das machen? Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy und ich habe heute ein ganz neues Thema für euch vorbereitet. Wir werden nämlich heute eine Pornodarstellerin treffen. Aber bevor es losgeht, kommen wir auch heute erstmal zum Faktencheck. 2019 wurden alleine auf der Pornoseite Pornhub über 1,3 Millionen Stunden Videomaterial hochgeladen. Das entspricht, wenn man sich das alles angucken möchte, 155 Jahren. 70% der Pornodarsteller sind Frauen, aber nur 32% der Pornokonsumenten sind weiblich. Frauen steigen durchschnittlich mit 24 Jahren ins Geschäft ein und verlassen die Branche nach circa 3 Jahren. Das war's jetzt auch mit dem Faktencheck, Freunde. Hier ist jetzt wieder die Statistik eingeblendet, wie viele von euch diese Videos zwar schauen, aber diesen Kanal noch nicht aktiviert haben. Also holt das kurz nach, aktiviert den Kanal und abonniert die Glocke. 2 Klicks, die mich und mein Team sehr unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Und ich würde sagen, wir haben jetzt auch genug geredet. Wir gehen los und treffen Hanna. Hallo, hallo, hallo. Hi. Hallo Hanna, ich grüße dich. Alles klar bei dir? Ja. Super. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Mhm. Ja, mein Name ist Hanna, Hannah's Secret. Ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Buxtehude und ja, das gibt es wirklich. Ich bin ein Nordlicht, ich bin gelernte Krankenschwester und jetzt drehe ich Pornos und bin Webcam-Girl und Autorin. Also das ist ja eine ganze Vita. Ich frage mich, wie alt du bist, aber das Ganze werden wir heute, denke ich, klären. Wenn es irgendwas gibt, was du nicht beantworten möchtest, dann sag das bitte. Aber ich hoffe, wir alle werden heute ein bisschen was über dich lernen. Und wenn du bereit bist, dann legen wir direkt los. Gerne. Wie läuft das ab? Weil wir sehen, wenn wir irgendwie im Internet danach suchen, immer ein fertiges Produkt, denke ich mir. Aber auch wie bei so einem Interview hier, passiert ja im Hintergrund ganz viel. Das wird dann geschnitten und so. Und mich würde deshalb auch mal interessieren, wie du oder ihr, vielleicht seid ihr auch viel mehrere Menschen, die dabei mitspielen, wie so ein Dreh für dich funktioniert. Also ich drehe das nur mit meinem Verlobten. Also das ist halt das Entscheidende so in der Amateurbranche, dass ich quasi der Webstar bin und mein Verlobter, der dreht mit mir, also der ist mein Drehpartner. Also ich bin so im Fokus und von ihm sieht man nur ihn. Den da unten, okay. Das heißt, der da unten ist mit dir zusammen berühmt geworden. Ja. Okay. Und das heißt, ihr seid nur zu zweit? Ja. Baut ihr auch so Licht auf und sowas? Das gehört schon dazu? Manchmal schon. Also ich liebe es eigentlich eher so im Sommer zu drehen, wenn schönes Tageslicht ist, weil das dann einfach natürlicher aussieht. Aber wenn es natürlich irgendwie dunkle Tage sind und die haben wir in Hamburg echt oft oder auch in Buxtehude, dann müssen wir auch mal Licht aufbauen. Und das gehört auch dazu. Und natürlich, dass ich das Endprodukt dann auch einmal durchgucke, schneide, ein Thumbnail erstelle. Ja. Also fast schon eine YouTuberin fast hier. Fast eine YouTuberin. Okay. Was sind denn so Sachen, die du rausschneidest? Das würde mich mal interessieren. Weil wenn ich jetzt hier in der Nase bohre, dann würde ich wahrscheinlich im Nachhinein sagen, oh Gott, das sieht ja unangenehm aus. Das möchte ich nicht im Internet haben, aber du ziehst dich ja aus, ganz bewusst, und sagst, Kamera an, und dann bist du ja schon nackt. Also ich weiß nicht, was soll denn dann noch kommen, was du da rausschneidest? Also es kann natürlich sein, dass wir manchmal eine Pause einbauen und dass, wenn wir dann nicht gerade POV drehen, nochmal irgendwie anders das Stativ hinstellen und der dann nicht mehr hart ist. Sowas würden wir zum Beispiel rausschneiden, dass man dann wieder ein bisschen Lust reinbringt, weil es ist natürlich Arbeit, das darf man nicht vergessen. Es macht uns Spaß, ja, aber es ist halt wie ein guter Spielfilm, dass man halt auch gerade an diesen Stellen einen Cut hat und es natürlich ist, dass eine Erektion auch wieder unirrigiert wird. Wie viele Videos hast du da jetzt schon gedreht von? 400 oder so. 400 Pornos, wow. Ja, so viele Interviews habe ich hier nicht mehr gemacht, aber wow, okay. Wie lange geht das denn dann? Also das ist unterschiedlich. Da, wo ich halt meine Filme hochlade, wird es nach Minuten bezahlt. Deswegen ist es für den Nutzer oder User halt ansprechender, wenn er halt viele verschiedene Filme sich angucken kann und ein Film so zwischen, weiß nicht, 8 bis 15 Minuten geht. Länger geht es mit Filmen meistens nicht. Okay. Hanna, was war denn so dein verrücktester Pornodreh?
Mein verrücktester Pornodreh? Oh, ich glaube, das war die geile Abfahrt. Die geile Abfahrt? Das, ihr habt immer wirklich so Titel. Die geile Abfahrt, okay. Das war, und dazu möchte ich sagen, es hat ja wirklich niemals irgendjemand von außerhalb gesehen. Das war tatsächlich die letzte Gondelfahrt, die runtergegangen ist. Ich war in Österreich mit meinem damaligen Partner im Skiurlaub und wir haben halt gewartet, bis der letzte Lift runtergefahren ist und sind dann halt in die Gondel eingestiegen und hatten halt 8 Minuten Zeit, bis der unten angekommen ist und da schnell ein Nimmerchen zu drehen, ne? Kamera aufgestellt und... Nö, einfach mit dem Handy schnell, let's go. Ah, ja, und ich meine, im Skiurlaub passt da halt super viel an. Das muss alles erstmal runter. Ja. Und das hat niemand mitbekommen? Hat niemand mitgekriegt, nein. Habt ihr dann auch sauber gemacht? Das ist ja alles da getan, ne? Ja, ich... Hi, okay, gut. Ja, ich habe gefragt, dann kriege ich auch so eine Antwort, logisch. Ja. Aber okay, das heißt, so kriege ich mal so einen Einblick da rein, wie unterschiedlich und bunt dieser Job auch dann mal sein kann, je nachdem, wie kreativ man sein möchte. Wie viel Sex hast du dann so in der Woche? Also eigentlich haben wir jeden Tag Sex. Außer ich habe meine Tage, dann machen wir es halt anders. Aber manchmal auch, wenn ich meine Tage habe. Wie geht das denn? Das ist doch so ein, beruflich irgendwie voll einschränkend, weil du kannst ja dann... So Dreharbeit kannst du ja dann nur 3 Wochen im Monat machen, oder? Ja, also entweder, wenn wir jetzt keinen Film haben, also entweder wir sagen halt, weil das ist bei Frauen ja auch entscheidend, dass sie auch mal keine Lust auf Sex haben oder dass sie sich vielleicht nicht so wohl fühlen, weil sie einfach irgendwie ein bisschen Unterleibsschmerzen oder Rückenschmerzen haben oder Migräne, dann ist es so, dass wir entweder gar nicht drehen oder wir machen das halt so, dass wir entweder nur ein Blowjob-Video drehen, geht ja auch, oder... Aber da musst du auch Lust drauf haben. Auf Blowjob habe ich sehr viel Lust drauf. Ah, da hast du immer Lust drauf. Okay. Also ich verwöhne sehr gerne. Okay, Migräne hin oder her, das geht bei dir das immer. Das geht schon. Okay. Ja, oder wir machen halt so Titel wie, ich habe meine Tage, dann nimm mich doch anal. Und ich liebe es auch, dann damit zu spielen und zum Beispiel den Tamponfaden raushängen zu lassen. Weil ich finde es sehr wichtig, dass gezeigt wird, dass das nichts Ekliges ist und dass Frauen auch ihre Tage haben dürfen. Das ist ein sehr guter Punkt, dass du das ansprichst, weil Perioden gesellschaftlich gesehen ja sowas ganz Verpöntes sind und viele Frauen auch Angst haben, darüber zu sprechen, also so sich überhaupt darüber auszutauschen. Das ist sowas, wenn, dann macht man das vielleicht mit der besten Freundin, aber eigentlich ist es halt so, das geht jeder Frau gleich und ich habe halt auch viele Männer schon erlebt, die wenig Ahnung davon haben und deshalb sollten wir drüber reden. Also in dem Fall sagst du, alles klar, wir haben eine andere Lösung und das stellen wir dann auch mal online. Ist das dann bei euch so, ihr denkt euch, ach, wir haben gerade Bock aufeinander und ihr schmeißt die Kamera an und los geht's? Oder muss man sich da auch irgendwie drauf vorbereiten? Ein Skript schreiben, sich irgendwie warm machen oder so? Wie bereitest du dich auf einen Dreh vor? Also ein Skript schreiben tue ich jetzt nicht, aber ich weiß zum Beispiel, wenn gutes Wetter ist, sage ich, boah, lass uns irgendwas Outdoor drehen. Weil ich weiß, dass solche Filme gut ankommen. Wir beide mögen das sehr gerne, weil das uns auch immer so einen Kick gibt. Und man muss halt nicht viel am Set machen, weil das Set ist ja schon fertig quasi. So. Also ihr dreht draußen? Das tun wir auch manchmal. Also da, wo es keiner sieht, ne? Aber dass es halt so wirkt, als wenn es halt voll spannend ist und wow, man hat draußen Sex. Und was ist so euer Geheimspot? Ich habe in so einer Scheune gedreht, das war schon ein bisschen witzig. Sind wir so irgendwie in so einen Schleichweg reingefahren und dann haben wir so ein Ostervideo gedreht und haben halt so nachgestellt, wie ich halt Eier suche, in mein Körbchen tue und dann habe ich natürlich als Belohnung mir Sex verdient gehabt. Natürlich, es ist ja so logisch. Ja, warum liegt hier Stroh? Ich glaube, das, ja, okay, also dieses Storytelling, das gehört dann dazu, aber es kann auch völlig flapsig sein. Wir Deutschen lieben Storytelling. Es muss aber nicht immer so sein. Aber du fängst natürlich an. Je erfolgreicher du bist, kannst du natürlich nicht sagen, mein erster Blowjob, mein zweiter Blowjob, mein dritter Blowjob. Du musst halt irgendwann irgendwas Neues dazu erfinden. Deswegen, so als Titel und Aufbau. Genau, Und okay, das heißt, du musst dir so einen Ort erstmal aussuchen, ob zu Hause oder irgendwie draußen, wo dich dann hoffentlich auch keiner sieht. Nein. Aber musst du sonst noch irgendwas machen? Die schminken? Genau, ich schminke mich, ich ziehe mir was Adrettes an, also wo ich sage, das passt irgendwie zum Film dazu. Und dann haben wir natürlich auch eine Kamera dabei, klar. Und dann geht's los. Ne? Okay. Und je nach Szene
darauf will ich so ein bisschen hinaus. Gibt es irgendwas, wo du dich körperlich auch vorbereiten musst? Wenn wir jetzt einen Analclip zum Beispiel drehen, ja, da muss ich mich vorbereiten. Und zwar muss ich mich vorerst säubern. Das heißt, es gibt so Analduschen. Die sehen aus wie so ein kleiner Blasebalg. Mal real talk, weil das sehe ich natürlich dann so im Filmchen dann am Ende nicht. Und du musst dich vordehnen, weil das ist ein Muskel. Und Muskeln können sich dehnen und können sich ja zusammenziehen. Ja. Das heißt, du musst dich dehnen. Krass. Mit kleineren Plugs oder Dildos und brauchst natürlich auch Vaseline, Öl oder Leitgele, also möglichst dann irgendwie nicht auf Wasserbasis, weil das zu schnell einzieht, sondern eher auf Fettbasis. Und dann kann man loslegen mit dem Analsex. Und das alles sieht man natürlich in den Filmen nicht. Hast du denn, weil du sprichst die ganze Zeit von deinem Verlobten, mit dem du da shootest, hast du das auch schon mal mit anderen Partnern gemacht? Weil hier, den Bodo, den habe ich auch schon gefragt. Der hat da super viele von deinen Kolleginnen vor der Kamera auch schon gehabt. Ich habe tatsächlich schon mal so Erfahrungen gehabt. Das war aber eher so kooperationsbasismäßig, dass ich mit jemandem was zusammen gedreht habe, der auch aus der Szene war, oder mit Frauen halt so, so B-Szenen. Aber ansonsten drehe ich nur mit meinem Partner. Okay. Wie war so deine Kindheit? Also ich bin ganz ländlich aufgewachsen in einer Großfamilie mit einer alleinerziehenden Mama, einer Löwenmama würde ich sagen, mit 5 Kindern. Und ja, ganz, 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 ganz ländlich. In einem ganz kleinen Dorf, sehr behütet aber trotzdem. Also meine Schwester und ich haben fast unsere ganze Kindheit auf dem Ponyhof verbracht und auch alle Ferien da verbracht, wie man sich vorstellen kann. Also egal ob Osterferien, Sommerferien, Herbstferien, halt immer irgendwie auf dem Ponyhof gewesen. Echt? Warst du so ein Pferdemädchen? Voll das Pferdemädchen. Also ich habe Fohlengeburten mitgesehen. Das war die schönste Zeit, die man sich eigentlich vorstellen kann. War eigentlich nur auf dem Reiterhof, hatte mit Jungs so gar nichts am Hut. Das war nicht so mein Ding. Dann würde mich natürlich auch brennend interessieren, was du in diesem Alter dann als kleine Reiterin für einen Berufstraum hattest, weil manche wollen ja, weiß ich nicht, dann vielleicht Tierärztin werden, das wäre naheliegend, oder Kindergärtnerinnen wollen auch ganz viele Mädels werden, vielleicht gibt es aber auch Mädels, die Polizisten werden wollen, ich weiß es nicht. Wie sah es bei dir aus? Mir war damals schon klar, ich möchte was machen, wo ich immer mit Menschen irgendwie zu tun habe. Das war für mich immer schon interessant. Und tatsächlich habe ich mal ein Praktikum gemacht bei meiner Tierärztin damals, weil ich das super interessant halt fand, dieses Medizinische und dann halt auch noch Pferdetierärztin. Also das hat einfach so mein Hobby mit dem verbunden. Und dann kam aber so das, wo halt irgendwie alles anders geworden ist bei uns. Und das war halt so, dass mein Bruder eines Tages sehr schwer krank geworden ist, was auch nur durch einen Zufall, also einen Unfall, bekannt geworden ist. Und für mich halt komplett eine andere Welt war auf einmal. Das war... Saß er dann im Rollstuhl oder was ist passiert? Nee, also mein Bruder hatte bis dahin halt auch ein unbeschwertes Leben, wie wir auch, und viele Freunde und hat gerne Fußball gespielt. Und er hat dann an diesem besagten Tag einen Unfall gehabt beim Fußball und hat ein Knie vom Gegenspieler gegen den Kopf bekommen und hat quasi mit seinem Gesicht den Boden gebremst, weil er einen Krampfanfall hat. Ein Krampfanfall? Ja, und dann wurde halt festgestellt im Krankenhaus, dass er einen Gehirntumor hat. Ach, weil die gucken wollten, warum er gekrampft hat. Wie alt warst du denn? Du warst eine Teenagerin. Genau, ich war Teenager. Und ich war 17. Und für uns war dann natürlich erstmal das, wie geht es weiter? Und ja... Dann begann auch eine Zeit von Chemotherapie und Strahlentherapie und erstmal ganz viel Therapie und das über mehrere Jahre. Und für mich stand ab diesem Zeitpunkt fest, ich möchte helfen. Und er war eigentlich für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte Krankenschwester werden. Ich möchte helfen, ich möchte nicht daneben stehen und nicht wissen, was passiert, sondern wenn jemand krampft, möchte ich wissen, was ich zu tun habe. Ich habe dann eine Ausbildung angefangen als Krankenschwester. Und irgendwann war dann der Tag, wo es klar war und eine Entscheidung treffen mussten, nämlich, dass er in ein Hospiz musste. Und dann mussten wir uns 2 Wochen danach von ihm verabschieden. Ja, und wie so oft bei dem Tod, dass ich
ich fühle da total mit dir. Man selbst, man entwickelt sich in so einer Zeit natürlich enorm. Was hat dir das gezeigt? Es könnte jeden Tag so sein, dass du rausgehst und dir passiert was. Und dein Leben ist vorbei. Und was hast du dann getan so? Und dann habe ich für mich gesagt, ich möchte irgendwie mehr. Ich möchte mehr sehen und ich möchte das tun, worauf ich halt Lust habe. Und das war Sex. Okay, ich muss jetzt wirklich mal die Frage stellen, die vielleicht Muttis und Vatis stellen. Aber Kind, warum denn, wenn du das alles hast? Ja, meine Mama. Hat sie? Wirklich? Ja, der musstest du das wahrscheinlich auch erklären. Ja. Warum denn dann Pornodarstellerin? Mhm. War das schon immer so, hattest du schon immer so ein wildes Sexleben, auch schon als Teenager? Ich glaube, gerade weil ich so ein Spätzünder war mit diesem Ponyhof und das alles nicht so abenteuerisch und entdeckerisch war und diese Selbstfindungsphase. Ich glaube, gerade dann ist es so, und jetzt erst richtig. Ich weiß nicht. Also ich habe dann meinen ersten richtigen Freund, den ich hatte, der war auch sehr experimentierfreudig mit mir und ich fand das super spannend alles. Wie alt warst du denn da bei deinem allerersten? So 17, glaube ich. Also okay. Das ist für die heutige Zeit, ist es ja schon spät. Also wenn ich so manche Jugendliche reden höre. Ja, manche sind Frühzünder auf jeden Fall. Da muss man auch sagen, es gibt da nicht das perfekte Alter. Es gibt Alter. Kein perfektes Alter, hört nein. Hört da immer auf eure innere Uhr, die wird euch das schon genau. Irgendwie sagen. Aber ich bin trotzdem mal gespannt darauf, was die Community so für Erfahrungen gemacht hat. Wo bei euch das Alter war, wo ihr gesagt habt, ja, ich traue mir das zu. Vom Impuls her habe ich manchmal das Gefühl, dass viele Jungs dann mehr drauf pochen, weil sie das irgendwie hinter sich bringen wollen und manche Mädels anders, aber es gibt es auch genau umgekehrt. Du warst selber dann eine der Spätzünderinnen, ne? Ja. Warum machst du denn dann unbedingt Pornos? Du könntest ja auch einfach sagen, wir leben das Privatwild aus so, und dann ist gut, aber ist es wirklich so, dass das Geld dann am Ende so sehr schmeckt, dass du sagst, ich mach das und ich verlieb mich auch da rein, weil es lohnt sich so sehr? Ich glaube, dass Geld halt immer in der Erotik oder generell im Sex-Business eine Rolle spielt. Also wenn es nicht so wäre, wäre es halt echt geflunkert. Was würdest du sagen, wie viel hast du in deinem besten Monat mal verdient? Ich sag immer, so über Geld spricht man nicht. Ach so, so diese deutsche Tugend. Das, okay. Guck, da ist die Scham. Mhm, Nein, also ich denke, wenn man gut im Game ist, dann kann man zwischen 15.000 bis 60.000 so im Monat verdienen in der Branche. Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass du gut im Game bist. Maybe, okay. Ja, also das nehme ich schon an, weil du hast ja auch super viele Fans mittlerweile, eine große Fanbase, die dich da verfolgt. Und das sind natürlich auch alles Menschen, die irgendwo dann auch mal bereit sind, ein paar Euros dazulassen, ne? Also ich sag dir ehrlich, ich mache mir aktuell schon ein wenig Sorgen, weil ich das auf Instagram sehe, wie das sich dort bisweilen aufbaut. Ja. Es ist kein Geheimnis, dass wenn junge Frauen mehr Haut zeigen, dasselbe gilt auch für Männer, aber ich sehe das tendenziell eher bei Frauen, diese Entwicklung, dann steigen die Likes als Belohnung dafür. Und manche bewegen sich dann auch auf weitere Seiten, wo sie hinter einer Paywall dann noch freizügigere Bilder präsentieren können und damit dann plötzlich auch Zehntausende Euros verdienen. Die Motivation ist halt, sich da auf eine moderne Art und Weise vielleicht auch freizügig zu prostituieren, weil das Geld kommt ja nur dafür, dass man Haut zeigt. Und es kommt mehr Geld, wenn man mehr Haut zeigt. Und diese Tendenz, weiß ich nicht, da habe ich so manchmal das Gefühl, dass der Schritt zu dir rüber, zum Pornos drehen, gar nicht so weit ist. Wie betrachtest du das? Ich habe meine Erfahrung gemacht. Ich habe eine gute Ausbildung gemacht, einen guten Schulabschluss. Ich bin meinen Weg gegangen. Ich hatte eine Festeinstellung und konnte danach sagen, für mich ganz persönlich ist das nicht der richtige Weg. Und ich finde, das ist aber wichtig, weil ohne dass ich diese prägende Phase davor mitgemacht hätte, hätte ich das nicht so entscheiden können. Mhm. Dann wäre ich vielleicht auch immer noch in meinem alten Job gewesen. Okay. So, und deswegen kann ich einfach sagen, ja, ich finde es auch schwierig, dass viele junge Menschen sich ausziehen auf OnlyFans zum Beispiel und was rumschicken, weil sie gar nicht wissen, was das in 10 Jahren vielleicht mit ihnen macht. Wenn ich mich entscheide, in Eigenregie ein Porno zu drehen mit meinem Partner, weil ich ihn halt liebe und weil ich jetzt auch schon verlobt bin und weiß, der steht voll hinter mir,
dann ist es halt was, was wir gemeinsam tun und ich bin mir meiner Zukunft sehr bewusst und das, was mit meinem Leben passiert. Wie lange kann man denn überhaupt sowas machen oder wie lange willst du das machen? Man kann das, glaube ich, schon lange machen. Also es gibt ja Genre, MILF, GILF, alles Mögliche. Ich glaube, damit musst du selber fein sein. Das sage ich immer so. Und ich möchte so und so viele Jahre in der Branche sein. Und wenn ich dann in die Familienplanung gehe, dann bin ich damit fein und abgeschlossen. Und dann ist das für mich ganz privat. Für die Kinder oder warum? Für mein eigenes Stresslevel, damit ich mich total auf meine Familie konzentrieren kann. Und weil es halt einfach so in meinem Kopf ist. Landleben, Haus, Hund, Pferde, Partner natürlich an erster Stelle. Und Kinder. Wer steht ganz und dann passt im Porno nicht mehr so mit rein. Achso, passt im Porno, okay. Ja. Das ist einfach so mein persönliches Ding. Und ich glaube, alles andere ist auch möglich. Ich glaube, auch wenn du Pornos drehst, kannst du Kinder haben. Aber für mich persönlich kommt es halt nicht in Frage. Hanna, jetzt würde mich abschließend aber noch interessieren, was würdest du denn jemandem da draußen raten, der heute gelernt hat, 15.000 bis 60.000 ist möglich zu verdienen pro Monat. Ich werde jetzt Pornodarstellerin. Was wäre so dein Tipp an so jemanden? Ja, müsst ihr jetzt mal genau zuhören. Also erstmal solltet ihr euch fragen, tut ihr das wirklich, weil ihr Bock drauf habt und Sex mögt? Mögt ihr euch selber oder tut ihr das, weil Geld halt sehr charmant ist und schmeicheln kann? Dann, wie reagieren eure Freunde oder Familie darauf? Und filmt euch doch vielleicht erstmal alleine privat dabei, schaut, mögt ihr das überhaupt, mögt ihr euch dabei, veröffentlicht das nicht gleich, macht das vielleicht auch ein paar Mal öfter und lasst erstmal das mit dem Geld hinten anstehen, sondern lebt euch erstmal so sexuell aus. Und wenn ihr dann immer noch sagt, ihr habt sehr viel gesehen und ihr habt eine abgeschlossene Berufsausbildung vor allem, dürft ihr natürlich auch solche Wege gehen, aber nicht aus der Motivation des Geldes raus, sondern einfach, weil ihr Sex toll findet. Okay, und vergesst bitte nicht, auch wenn Sex privat ganz easy peasy ist, ich glaube, du arbeitest auch richtig hart, ne? Es ist sehr, sehr harte Arbeit, für Mann und für Frau, ganz wichtig dabei. Ja, also Freunde, ganz, ganz, ganz aufmerksam überlegen. Es ist schnell etwas gepostet in der aktuellen Zeit und gerade da müssen wir vorsichtig sein und lieber dreimal drüber nachdenken und ja, vielleicht auch einfach mal Hanna anschreiben und fragen so, weil ich glaube, du bist da auch echt ehrlich, du nimmst da kein Blatt vor den Mund. Ich danke dir, dass du heute hier gewesen bist. Und danke dir. Ja, Freunde, ihr dürft natürlich auch Fragen noch stellen. Stellt eure Frage in die Kommentare und ich hoffe, ich kann sie demnächst dann auch mal der Hanna noch mal stellen. Danke, dass ihr so lange zugeschaut habt. Hanna, zwischen uns sind jetzt noch zwei Videos eingeblendet. Welches würdest du nehmen, das obere oder das untere? Also ich würde das ganz gut finden. Ah, das ist sogar meins. Hast du gut ausgewählt. Aber das vom anderen Funkkanal ist auch gut. Und zur Verabschiedung dürfen wir noch mal winken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.